Servus Leute, zurück zu Let's Play Duel of Champions. Duel of Champions. Und zwar diesmal wieder mit Inferno. Wir machen wieder Freundschaftsduelle. Und ich habe die Aufgabe, zweimal mit Inferno zu gewinnen für ein bisschen Gold. Wie habt ihr die Twitch-Folgen gefunden? Das ist. Wahrscheinlich habt ihr Kommentare geschrieben, ich habe sie wahrscheinlich auch gelesen und darauf geantwortet. Aber ganz ehrlich, mir hat der Gedanke gefallen, hier mit Twitch. Und generell hier Duel of Champions vielleicht alle Aufnahmen auf Twitch zu machen? Kann ich mich mit anfreunden, auf jeden Fall. Auch jetzt die Folgen in 1080p, ich hoffe, das gefällt euch. Bisschen mehr Quali. Mehr Qualität! Sehr gut. Ja, stimmt, Fleischfluch. Da war ja was. Da war ja was mit Fleischfluch. Jetzt geht nichts mehr. Sehr schön, Brutkammer. Ich kann den Höllenfeuerblayer nicht zünden. Das ist schade. Aber auch egal. In einer anderen Welt ist das. Egal. Denn jetzt geht auch anderes. Ach, ich hätte den spielen sollen. Na gut. Eine Brutkammer. Mögest du wachsen. Oh, so ein Pech aber auch. Wächst trotzdem. Der kann nicht angreifen. Ich kann ihn wieder nicht. Doch, ich kann ihn diesmal zünden. Wachse noch mehr, bitte sehr. Tja, der Geist kann nichts machen. Oh, diese mächtigen Legs. Na gut. Dich hier oben hin? Du darfst sogar. Darfst du einmal angreifen? Ja. Schaden tut's nicht. Genau. So ist's richtig. Oh, jetzt kriegt er langsam hier die Panik. Hat er keine Möglichkeit, das Viech loszuwerden? Doch, hey, Fleischfluch. Dunkelmagie, da muss doch was dabei sein. Tot?
Dann. Du machst nicht genug Schaden. Egal. Hauptsache, du machst Schaden. Und dennoch. Angriff und Magie, bitte. Weg ist er. Das passt mir ausgezeichnet. Oh, das ist auch eine Möglichkeit. Aber nein, du gehst auf die Hand zurück, du wechselst darüber und ich greife dich an. Will you? Nein, nichts zerstören. Ja, das mit Twitch, das ist so eine Sache. Das werde ich jetzt wahrscheinlich öfter machen. Muss ich mal schauen, wie die Folgen bei euch ankamen. Schwupp, schwupp. Eine Karte ziehen, bitte. Und mein Gegner gibt auf. Okay. Da habe ich ihn zu sehr dominiert. Aber das war auch knapp, dass ich mit den Geistern fertig wurde. Ein paar haben sogar hier beim ersten offiziellen, ich habe ja Sonntag früh, 10 Uhr, hatte ich ja den ersten offiziellen Twitch-Stream, wo ich sogar auf YouTube hier extra angekündigt hatte. Da haben sogar einige eingeschaltet. Da war ich sehr glücklich darüber, das war schön. Sollte ich aber nächstes Mal vielleicht ein bisschen eher ankündigen. Oder, na wobei, ich habe halt mir vorgestellt, Dienstag, Donnerstag nach Abend. Und schwupp. Gefährlich, da Sonnenbrand haben könnte, aber egal. Dienstag und Donnerstag Feierabend und Samstag und Sonntag früh Twitch zu streamen. Finde ich eine gute Idee. Zum Angriff. Ich muss was. Ah, nee. Wobei, wenn ich den opfere. Kostet eins. Ich kriege eins zurück. Nee. Müsste ich mehr zurückbekommen. Um dann noch die Brutkammer auszuspielen. Jetzt kann ich die Brutkammer ausspielen. Zum Angriff. Ich glaube, ich brauche hier meinen Overlord. Finde ich gut. Hat ihn aufgehalten. Fünf, sechs, vier. Oh ja. Ja, wieso nicht? Lass doch den wachsen, meine Güte. Er will sich doch nur entfalten, zu einem großen Brüter werden. Ich brauche einen Nahkämpfer für die Verteidigung. Vergeltung im Tod. Ah, der Vergeltungsschaden ist hoch.
Das hilft mir nicht sehr weiter. Okay. Nein. Ich spiele dich aus, schütze dich, fertig. Leider macht er Vergeltungen tot. Aber es könnte ausreichen. Jetzt habe ich so viele Brutkammer. Mist. Die Magie hätte ich steigern müssen. Wobei. Das ist doch auch ganz gut. Nur ein Blocker. Mehr nicht. So, mein Freund. Hey, Schlumpf96. Willkommen. Hallo. Tatsächlich. Was? Wieso kämpfe ich hier in Champion 2? Unfair. Klein ist die Welt, sage ich nur. Klein ist die Welt. Oh, das ist nice. Machen wir Folgendes. Du gehst auf die Hand zurück und du schiebst dich darüber. Klein ist die Duel of Champions Welt, muss man schon sagen. Schlumpf96. Gegen den haben wir schon mal ein paar Duelle gemacht. Okay. Nett. So. Okay. Kann ich irgendwie direkt gewinnen? Leider nein. Oder? Nein, ist jetzt zumindest keine Möglichkeit. Das war einfach zu angenehm, jetzt da alles zu vernichten. Da extra Schaden rauszuhauen. Da dich hin und hier dich hin. Außer meine Karte ziehen. Ah, oh, die Brüterin, schaut sie euch an. Wie mächtig sie wird. Hätte ein blendendes Licht drauf, wäre böse. Oh, du hast eine Karte gezogen, anstatt alle zu heilen. Schön.
Er wehrt sich aber ganz schön stark. Nicht aufgeben. Okay. Okay, das reicht. Dämonenpeitsche! So muss das sein. Peitsche der Dämonen. Diese Dämonen lieben meine Peitscharbeiten. Bastion. Akademie kriege ich leider nicht los. Ich habe im Stream die ganze Zeit mit Necropolis gespielt und habe auch da meine Joker-Quest gemacht. Aber Akademie? Schwierig. Obwohl ich jetzt die Joker-Karten hätte für ein Golem-Deck, aber ich habe noch kein Konstrukt Ideen für ein gutes Deck. Ich habe noch kein richtig gutes gesehen. Das ist schade. Egal. Was haltet ihr davon, wenn ich öfter mal streame? Das heißt dann mehr Duel of Champions, bloß zu spontaneren Zeiten. Schreibt's einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und liken bitte nicht vergessen. Ciao.